Hallo und herzlich willkommen zu DVS-TV. Messer gehört zu den 20 umsatzstärksten Chemieunternehmen Deutschlands. Die von Stefan Messer geführte Unternehmensgruppe feiert in diesem Jahr ihr 120-jähriges Jubiläum. Gegründet wurde das Unternehmen 1898 von Adolf Messer. Er legte den Grundstein des traditionsreichen Unternehmens mit der Herstellung von Acetylenentwicklern in Frankfurt-Höchst. Später konzentrierte er sich ausschließlich auf die Produktion von Geräten zum autogenen Schweißen und Schneiden. Neben der Autogentechnik wurden Luftzerlegungsanlagen zum zweiten Standbein. Heute ist Messer ein Firmenverbund in 100%igem Familienbesitz mit rund 8.600 Mitarbeitern weltweit. In den darauffolgenden Jahren wuchs das Unternehmen in Europa und Nordamerika. 1993 zog sich Hans Messer aus dem aktiven Geschäft zurück und übergab die Unternehmensführung an einen familienfremden Manager. Nach einem waghalsigen Expansionskurs und drohendem Firmenkollaps wurde 1998 schließlich der Enkel des Gründers Stefan Messer Geschäftsführer. Zusammen mit Finanzinvestoren sanierte er das Unternehmen 3 Jahre lang und führte es 2004 wieder zurück in Familienhand. Seitdem konzentriert sich das Unternehmen auf seine Kernregion. Stefan Messer und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten nach definierten Werten und Wachstumsstrategien. Ja, mein Name ist Stefan Messer. Ich bin in der 3. Generation verantwortlich für unser Unternehmen, die Messer Group, und auch die MEC-Gruppe, wo wir Schweiß- und Schneidtechnikartikel herstellen und vertreiben, und in der Messer Group eben die Industriegase. Dieses Jahr steht ja was ganz Besonderes an, 120 Jahre Messer. Was bedeutet das für Sie? Ja, für mich bedeutet das, dass wir es geschafft haben, über die 3. Generation hinaus das Unternehmen in Familienhand zu führen. Tradition ist für uns wichtig, aber nicht alles. Die Welt ändert sich täglich. Wir müssen uns natürlich auch den neuen Gegebenheiten anpassen. Aber wie gesagt, wir pflegen nach wie vor auch ein bisschen Tradition. Wir sind stolz, dass wir jetzt diese 120 Jahre erreicht haben. Und daher machen wir dieses Jahr auch mehrere Feiern. Ja, für uns sind die Mitarbeiter sehr wichtig. Das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Wenn Sie keine motivierten, guten, loyalen Mitarbeiter haben, dann werden Sie auch nicht erfolgreich sein im Geschäft. Und deshalb legen wir größten Wert darauf, dass wir einen respektvollen Umgang pflegen miteinander, weil wir aus vielen verschiedenen Kulturen stammen. Wir sind in weit über 30 Ländern heute aktiv. Und wir müssen ja vor Ort produzieren. Das heißt, wir haben vor Ort überall eigene Gesellschaften und entsprechendes Personal. Und deshalb, wenn wir dann Meetings haben, kommen natürlich auch aus all diesen Ländern die Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb lege ich größten Wert darauf, dass man respektvoll miteinander umgeht, weil man eben aus, wie gesagt, aus anderen Kulturen stammt und eben manche Dinge anders sieht als in Deutschland. Jetzt sind Sie gefragt. In unserer Rubrik Querformat wollen wir Ihre Meinung zu einem aktuellen Thema wissen. Wir haben euch neulich gefragt, was ihr über Frauen an der Schweißnaht denkt. Und wir haben euch außerdem noch gefragt, ob es vielleicht Frauen unter euch gibt, die selber Schweißerinnen sind. Ihr habt uns geantwortet. Ja, so zum Beispiel Yvonne Reichsthaler, sie ist Schweißlehrerin aus Südthüringen und sie hat gesagt, dass beim Schweißen lernen jede Frau, die das möchte, die Männer in den Sack stecken kann. Denn, so erklärt sie sich das, bei Frauen ist das so, dass sie die angeblich bessere Feinmotorik haben und die besonders beim Wickschweißen von Vorteil sei. Generell sagt sie, es kommt eigentlich gar nicht aufs Geschlecht an, sondern eher auf den Willen und ein bisschen aufs Talent und das Engagement. Kann ich ihr nur zustimmen. Das ist überall im Leben so, oder? Haben uns noch mehr Leute geantwortet? Ja. Nils Tolle hat uns auch geantwortet. Er hat uns bei Facebook geschrieben: Ich bin ein absoluter Befürworter, wenn es darum geht, dass Frauen in diesem Beruf weiter vertreten sind. Leider hatte ich bisher nicht besonders oft die Gelegenheit, mit Frauen in diesem Beruf Erfahrungen zu sammeln.
Vielleicht hat Yvonne Reichsthaler ja da jemanden für Nils Tölle, den sie da mal vorbeischicken könnte. Sie hat uns unter anderem nämlich mit einer jungen Frau erzählt, die Bundessiegerin beim DVS-Wettbewerb Jugend schweißt geworden ist. Und vielleicht sollten wir die mal an Nils Tölle weiterverweisen. Frauen an die Schweißnaht. Wir haben natürlich auch noch eine neue Frage mitgebracht. Wir stoßen regelmäßig auf kreative Beispiele aus dem Schweißbereich. Und hier haben wir mal was für euch mitgebracht. Und wir haben uns gefragt, welche unentdeckten Perlen für so kreative Beispiele es da draußen vielleicht auch noch gibt, die ihr uns zeigen könnt. Habt ihr selbst irgendwas Außergewöhnliches geschweißt oder irgendwas gesehen, was ihr besonders kreativ fandet? Dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns das zeigt. Ja, schickt uns einen Link, ein Foto, ein Handyvideo, ganz egal. Könnt ihr entweder bei Facebook machen, als Kommentar, Direktnachricht oder als E-Mail an info@dvs-tv.de. Wir freuen uns und die kreativsten Einsendungen, coolsten Beispiele zeigen wir gerne wieder im nächsten Querformat. Bis dahin! Ein einziger Akku, der es ermöglicht, mit Maschinen verschiedener Hersteller zu arbeiten? Das machen die Geschäftsführer von 9 Unternehmen für die Herstellung von Elektrowerkzeug nun möglich. Ein Akku für jedes Werkzeug? Um den Traum professioneller Anwender zu verwirklichen, haben sich die Geschäftsführer von 9 Elektrowerkzeugherstellern zusammengetan, um ein herstellerübergreifendes Akkusystem zu entwickeln und das, obwohl einige von ihnen eigentlich Wettbewerber sind. Wir haben uns gefragt, wie es zu der ungewöhnlichen Akkuallianz gekommen ist. Bei kabelgebundenen Maschinen ist die Steckdose die Universalschnittstelle aller Hersteller. Nur die Akkusysteme verschiedener Maschinen- und Werkzeughersteller waren bislang nicht untereinander kompatibel. Das dürfte sich mit dem Cordless Alliance System, kurz CAS, nun ändern. Das System ermöglicht es, Werkzeuge von Metabo, Rothenberger, Maffell, Eisenblätter, Colomix, Hager, Starmix, Eibenstock und Steinl mit ein und demselben Akku einzusetzen. Die Basis des Systems ist die Akkutechnologie von Metabo. Vor allem die professionellen Anwender habe man im Sinn gehabt, als die Idee für CAS entstanden ist, ließen die Geschäftsführer der neuen Firmen verlauten. Und die haben sich offenbar schon seit langem gewünscht, mit nur einem Akkusystem und den Maschinen verschiedener Hersteller arbeiten zu können. Für Anwender bedeutet das doppelte Freiheit. Sie können nicht nur kabellos arbeiten, sondern auch Maschinen unterschiedlicher Hersteller bei Bedarf wie bei Kabelmaschinen kombinieren. Die Hersteller hoffen, dass das CAS-System die führende Schnittstelle für die Hersteller der Branche wird. Es dürfte zumindest Musik in den Ohren all jener sein, die nicht mit unterschiedlichen Akku-Packs und Ladegeräten arbeiten wollen. Und wenn es nach den neuen Geschäftsführern geht, soll das Akkusystem bald noch mehr kleine und große Unternehmen unter einem Dach versammeln. Das war's von uns und DVS-TV. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, dann zeigen Sie es uns mit einem Daumen nach oben. Ansonsten schauen Sie doch mal hier oder hier vorbei. Und wenn Sie keinen Beitrag mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie unseren Kanal, und zwar hier. Wir freuen uns darüber. Bis zum nächsten Mal. Adieu.